Wie viel verdient ein Makler? So, meine Freunde, willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist Long, ich bin Immobilienfotograf. Gegenüber von mir sitzt der gute Benedikt Griner von der Haus und Objekt Griner GmbH. Und ja, heute zur sehr simplen, aber dennoch sehr gefragten Frage. Wie viel verdient ein Makler? Jetzt geht's ums Geld, jawohl. ja, kann man nicht pauschalisieren, kommt immer darauf an, ob im selbstständigen Bereich oder im Angestelltenverhältnis. Ich habe mal gegoogelt, im Angestelltenverhältnis liegen wir hier bei roundabout 3200 Euro brutto. Okay. Und im selbstständigen Bereich, ja, kann man auch nicht pauschalisieren, aber wenn man Vollgas gibt und wirklich ehrlich und transparent mit Disziplin vorangeht, kann man gutes Geld verdienen, definitiv. Damit geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Wir brauchen Zahlen, ja, Zahlen und Fakten. Du kennst ja auch viele andere, also du musst nicht von deinen eigenen Zahlen ausgehen, sondern du kennst ja auch viele andere selbstständigen Makler. Wie viel kann man da verdienen? Oder was ist so der Durchschnittsgehalt von selbstständigen guten Maklern? Kommt immer drauf an, aber um eine Summe mal in den Raum zu schmeißen, definitiv sechsstellig. Also jeder... Im Monat, guter, ja. ja, nee, aber im Schnitt würde ich sagen, Gewinn nach Steuer im sechsstelligen Bereich, wenn man ehrlich und transparent auch mit Kunden umgeht. Es ist einfach so, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier sitze, sondern ich habe bis zum Jahresabschluss nicht mal gewusst, was ich letztes Jahr Geld verdient habe, weil ich den Provisionsansatz niemals im Vordergrund gestellt habe, sondern mir geht es vielmehr darum, glückliche Kunden zu produzieren, die Kunden erfolgreich zu machen in dem, was sie tun. Und wenn sie das Ziel natürlich erreichen, habe ich eine gewisse Reputation. Das ist wie, wenn ich zum Italiener gehe und eine Pizza esse. Wenn die saugut ist, dann empfehle ich die weiter. Und ja, Genauso ist es hier auch, wenn Kunden super, super, super zufrieden sind, dann multipliziert sich ja das Ganze. Ja. Und wird dann irgendwann zum Empfehlungsfeuerwerk, und wenn das natürlich eintrifft, und es dauert auch die Zeit, das muss man sagen, ein, zwei Jahre ist da nichts, muss man fleißig dranbleiben, aber wenn das ins Rollen kommt, dann verdient man definitiv ein gutes Geld. Ja. Also bist du ganz klar im langfristigen Game unterwegs? Ja, definitiv. Und was aber viele nicht vergessen dürfen, ja, rede hier von sechsstelligen Gewinn, man hat auch viele Fixkosten, die man auch begleichen muss, ne? Genau, wir haben ja nach Steuer gerade geredet, und da ist natürlich so, dass alle Fixkosten abgezogen sind. Ja, natürlich, ja. Aber in dem Bereich ist es so, ja, man sollte den Businessplan, wenn man sich selbstständig macht, definitiv aufstellen. Was kostet das Büro im Monat oder im Jahr? Was kostet das Marketingmaterial? Selbst so Kleinigkeiten am Anfang wie Kaffee oder sonstiges. Ich trinke sehr gern Kaffee, die Rechnung ist sehr hoch im Monat. Ja. Aber auf diese Position muss man einfach achten. Ein gescheites Auto braucht man, Equipment braucht man, wenn man anfangs nicht sofort mit Profis zusammenarbeitet, sondern das Business Schritt für Schritt aufbaut. Aber das sind schon Positionen, die muss man beachten. Und ganz, ganz wichtig, liebe Finanzamt, das ist der größte Kostenblock, und den sollte man definitiv nicht vergessen. Ja. Alles klar. Das waren konkrete Zahlen. Ja, ich danke dir. Checkt ihn ab. Seine Social Media und Webseite sind unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke. Ciao.